Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute zum letzten Handelstag in der Handelswoche. Ja, wir haben ja heute Black Friday, somit der Name natürlich ein wenig Programm. Der wird ja geshoppt, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, was das Zeug hält. Zum Teil Szenen, naja, da möchte ich persönlich zum Beispiel nicht in einem solchen Kaufhaus mit dabei sein. Aber der Black Friday ist natürlich auch immer wieder so der Indikator für die amerikanische Wirtschaft, für vor allen Dingen natürlich den Einzelhandel, wie gut denn das Weihnachtsgeschäft werden könnte. Und am Montag setzt sich das Ganze ja fort im sogenannten Cyber Monday. Ja, heute zum ersten Mal halber Handelstag in den Vereinigten Staaten. Gestern war ja ganz die Börse geschlossen wegen dem Thanksgiving Day, dem großen Familientag in den USA. Ja, und diese Tradition, die haben wir ja mittlerweile auch seit ein paar Jahren auf jeden Fall, das Thema halt eben Black Friday oder Cyber Monday, wo auch in Deutschland natürlich die Einzelhändler, die Geschäfte hingehen, sich langsam aber sicher auf das Weihnachtsfest vorbereiten und raushauen, was die Regale noch zu bieten haben, und das halt eben zu wahrlichen Schnäppchenpreisen. Aber wer wird davon letztlich natürlich profitieren? Natürlich in den Vereinigten Staaten ein Unternehmen, und das wird natürlich Amazon sein, weil viele, viele Leute halt eben ganz klar hingehen und sich diesen Schlachten selber in den Kaufhäusern nicht hergeben wollen. Die bestellen halt eben ganz einfach, ganz klar online, und dieser Trend wird sich natürlich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Heißt also, da hat der Einzelhandel natürlich ein wenig zu kämpfen. Ja, zu kämpfen hatte unser DAX die Woche auch so ein bisschen. Wir sind immer wieder rund um die Marke von 13.000 Punkten gelaufen, aktuell bei 13.047. Aber wir sind morgens meistens etwas schwächer reingestartet, haben aber dann am Nachmittag uns verbessert und dann halt eben in den Abendstunden immer wieder auch um die Marke von 13.000 Punkten gerungen. Jetzt gilt es abzuwarten. Wie gesagt, heute ja nur halber Handelstag in den USA, aber wir hatten ja einen wirklich guten IFO-Geschäftsklimaindex. Der war heute auch der Impulsgeber, dass der DAX uns nochmal nach oben gelaufen ist. Das heißt also, Konjunktur und Wirtschaft laufen gut, und dementsprechend schauen natürlich auch die deutschen Börsianer, die Aktionäre, weniger auf das, was da momentan in Berlin passiert, das politische Geplänkel, das, was sich dort abspielt. Ja, da haben wir mittlerweile ganz klar eigene Meinungen zu, und ich denke, dass das auch nicht so sehr in die Kurse hineinfließt. Das haben wir am Anfang der Woche gesehen, dass der DAX mal 10, 15 Pünktchen runter, hat sich dann aber relativ schnell wieder erholt. Also politische Börsen haben in dem Sinn gerade auf uns gerichtet dann doch eher kurze Beine. Ja, was hatten wir diese Woche? Zahlen, keine großartigen mehr. Quartalsberichte haben uns ja gefehlt. Da ist ja nichts mehr gekommen, außer zweite und dritte Reihe. Aber erstaunlich fand ich, dass nach wie vor auch heute mal wieder eine VW-Aktie äußerst, äußerst stark ist. Ja, da scheint man das Thema Dieselgate, die Dieselaffäre mittlerweile komplett zu vergessen. Die Aktie notiert aktuell mal wieder rund um die Marke von 170 Euro. Hat sich also wirklich nach der Affäre ganz hervorragend erholt. Wenn wir mal überlegen, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass die Aktie bei Zeiten sogar unter 100 Euro notiert ist und mittlerweile sogar über Analystenhäuser, Bankhäuser Kursziele von an die 210 Euro de facto hat. Auf jeden Fall die Vorzüge von VW. Auch die Lufthansa ist in diesem Jahr hervorragend gelaufen, muss man sagen, notiert aktuell über der Marke von 28 Euro. Ja, da scheint Carsten Spohr, der Vorstandsvorsitzende, tatsächlich alles sehr richtig gemacht zu haben. Auch diese Aktie wäre etwas für ihren Vermögensaufbau gewesen, lag bei Zeiten ja sogar schon unter 10 Euro. Damit hätten sie tatsächlich mal ordentlich Vermögen aufbauen können. Jetzt mittlerweile ist mir die Aktie allerdings etwas heiß gelaufen. Enttäuscht muss ich nicht sagen, bin ich nicht von Fresenius oder Fresenius Medical Care. Die beiden defensiven Titel gehören für mich nach wie vor immer noch halt eben mit zur ersten Garde, aber da sehen wir momentan ein bisschen Schwäche, da sehen wir mal ein paar Gewinnmitnahmen, aber das sind ja bei Zeiten dann auch schon wieder Einstiegskurse, denn das Thema Gesundheit, das Thema länger leben wollen, gesund leben wollen, sich an der Gesundheit erfreuen wollen, das wird natürlich sich weiter in den nächsten Jahren fortsetzen, also mache ich mir da auch großartig keine Gedanken darüber, dass Fresenius oder Fresenius Medical Care längerfristig nicht wieder steigen werden. Was uns momentan so ein bisschen drückt beim Leitindex, beim DAX, da müssen wir immer mal ein Auge drauf halten, ist der Euro zum US-Dollar. Da liegen wir ja bei 1,1847 aktuell. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Klar, die exportorientierten Werte, die werden dann natürlich auch ein wenig vorsichtiger, weil halt eben die Exporte dementsprechend dann auch teurer werden. Aber ansonsten muss ich sagen, steht eigentlich einer kleinen Winter-, einer Weihnachtsrallye ab nächste Woche nichts entgegen, vor
vor allen Dingen dann, wenn die Amerikaner mal wieder richtig mit ins Boot hineinkommen, also die Börsen halt eben wieder ganze Tage geöffnet haben. Das werden wir ja nächste Woche dementsprechend wieder erleben. Ja, und da müssen wir mal schauen, ob denn im Dezember tatsächlich jetzt die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten hingeht und die Zinsen dann doch noch anhebt. So war ja eigentlich der Plan von Fed-Chefin Janet Yellen. Ansonsten, wie gesagt, haben wir ein freundliches Marktumfeld, können wir nichts dran sagen. Wie gesagt, die Marke von 13.000, die hält der DAX ja noch, und wir haben schon Kursziele für 2018 von der Deutschen Bank bekommen für den Leitindex. Die sehen zum Beispiel den deutschen DAX bei Ende 2018 bei 14.100 Punkten. Das ist doch mal ein positiver Ausblick. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes, ein angenehmes Wochenende.